Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Sehr geehrter Rektor, Vizerektor, Institutsleitungen. Wenn ich da das Logo von der KPH Edith-Stein sehe, dann fühle ich mich wie zu Hause, weil in Vorarlberg haben wir auch die KPH Edith-Stein, die ist ja von Vorarlberg, Tirol, Salzburg. Da sind wir schon vernetzt, das ist eigentlich was sehr Schönes. Religion vernetzt, so heißt der Titel der Tagung. Ich möchte ganz am Anfang gleich auf etwas eingehen, bevor ich, es gibt zwei große Themen, die ich mit Ihnen durchgehen möchte. Es geht um einerseits wirklich diese Veränderungen, die durch die Digitalisierung in Gesellschaft und Kirche stattgefunden haben und noch immer stattfinden. Und der zweite Punkt wird dann auch werden die Auswirkungen auf Bildung und Schule sein, konkret Religionspädagogen, religionspädagogische Teil. Ich möchte aber zuerst einmal den Kollegen Jörg Lohrer vorstellen, der mit uns vernetzt ist, den ganzen Tag oder den ganzen Vormittag und schon jetzt über Videokonferenz zugeschaltet ist. Darum schalte ich jetzt kurz einmal um. Lieber Jörg, hörst du mich? Hallo, guten Morgen Karl und herzliche Grüße nach Salzburg. Guten Morgen. Jörg Lohrer sitzt nicht in Münster, sondern in Gochsen heißt es, gell, bei dir? Genau, kleines Dorf im Württembergischen, ja. Ich bin mit dem Jörg schon sehr lange verbunden. 2017 haben wir mit der Rallye-Chat, wurde schon erwähnt. Ich war sozusagen der Initiator. Der Jörg war von Anfang an dabei. Wir waren von Anfang an ein Team. Und es freut mich, dass du heute mit uns dabei bist und den zweiten Teil auch übernehmen wirst. Das zweite Referat, das kommt dann von dir. Darf ich ganz kurz schauen, du hast irgendwas in den Chat geschrieben. Darf ich das jetzt öffentlich? Ja klar, ich habe gerade getwittert, dass du jetzt deinen Vortrag startest. Und wer will, der kann hier mit zuschauen. Ah, super, ja gut. Dankeschön. Also vernetzen Sie, sehen Sie, das läuft schon. Es wird auch dieser Vortrag, dieses Referat und auch der zweite dann vom Jörg wird live gestreamt, also aufgenommen auch und auch live gestreamt, oder? Stimmt das? Oder nur? Jawohl, genau, sowohl als auch. Auch schon das Grußwort habe ich gerade getwittert. Religionslehrer sind Kommunikationsknoten im Beziehungsnetz, fand ich hervorragend. Super. Also Sie sehen, heute haben wir haben gestern Abend die Technik gecheckt. Es hat auffällig gut funktioniert. Jetzt hoffen wir, dass das dann heute sich auch noch so durchzieht. Jörg, du hast noch ein Angebot auf Lager, da schalte ich dich aber jetzt. Oder möchtest du kurz deinen Bildschirm freigeben oder soll ich auf Präsentation schalten? Für den Vortrag, den ich nachher halte. Nein, nicht für den Vortrag, sondern für das Etherpad. Ja, kann ich auch präsentieren. Können wir gerne machen, ja. Oder dann. Ich teile kurz meinen Bildschirm, dann kannst du mich ins Vollbild nehmen. Genau, das wird mein Vortrag sein, aber was wir jetzt schon mal parat haben für Sie direkt vor Ort, ist ein Etherpad. Und zwar ist das ein kollaboratives Dokument, an dem wir alle gemeinsam arbeiten können. Unter dieser URL, die Sie da oben eingeblendet sehen, yourpart.eu/pre/religion vernetzt, ist also jetzt im Moment gerade live ein Dokument, öffentlich zugänglich, das von jedem, der da drauf geht, beschrieben werden kann. Ich hoffe, es wird kein Schindluder damit getrieben, sondern wir machen das konstruktiv, dass wir da heute gemeinsam Links sammeln, Vortragsinformationen und dass wir miteinander diese Tagung heute dokumentieren. Alles, was in meinem Vortrag zur Sprache kommen wird, wird da auch reingestellt und ich schreibe jetzt schon mal fleißig mit, während Karl anfängt zu referieren. Wunderbar, vielen Dank. Dann darf ich dich bitten, dass du den Bildschirm wieder... Super. Und ich schalte wieder auf die Präsentation. Sie sehen hier den Link noch einmal jetzt und haben auch einen QR-Code. Das sagt Ihnen was, QR-Code, mit dem können Sie abscannen. Wer ein iPhone hat, kann es mit der Kamerafunktion, sonst gibt es eigene Apps dafür. Oder wer Snapchat verwendet, kann es auch mit der Snapchat-App machen. Da können Sie jetzt dort einsteigen und können alles, was Ihnen auffällt, an Bemerkungen da mitschreiben in das gemeinsame Dokument hier, wenn Sie das möchten. Ja, okay. Religion vernetzt. Ein Thema, das doch ein bisschen polarisiert, vor allen Dingen, wenn man dann auch daran denkt, was heißt das? Es verändert etwas, Veränderungen sind immer etwas, was verunsichert auch. Ich darf Sie jetzt gleich noch einmal um einen Gefallen bitten. Kennen Sie Mentimeter? Noch einmal ein Tool, an dem Sie sich beteiligen können. Sie bräuchten wieder Ihr Smartphone, das Sie eh schon parat haben, und müssten in Google oder in einem Browser die Seite menti.com, ganz oben steht sie da, menti.com eingeben.
Und wenn Sie diese Seite menzi.com eingegeben haben, dann kommen Sie zu dieser Frage: Warum haben Sie sich überhaupt angemeldet zu dieser Tagung? Antwort 1, Möglichkeit 1, ich habe mich wegen des Themas angemeldet. Ich habe mich trotz des Themas angemeldet. Ein bisschen was von beidem und ich habe gar nicht das Thema angeschaut. Erste Antwort ist schon da, wegen des Themas. Sie müssen den Code 704071, da steht der Konsum. Jawohl, da strudeln schon die Antworten herein. Ich sehe, Sie sind gut vernetzt. WLAN gibt es auch. Wirgel 18. Groß Wirgel geschrieben, ohne Leertaste dazwischen. Wirgel groß geschrieben und ohne Leerraum dazwischen. Also bis jetzt fast die Hälfte hat sich wegen des Themas angemeldet. Zwei Personen haben sich trotz des Themas angemeldet. 11 Personen von beidem ein bisschen und 8 Personen sagen, ich gehe auf die religionspädagogische Herbsttagung sowieso, egal welches Thema da ist. Okay, ich möchte jetzt nicht mehr allzu lang da weiter tun, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Letzte Chance noch abzugeben. Am Bild ändert sich nicht mehr viel. Es kommt noch eine zweite Chance auf Sie zu. Die Frage, was verbinden Sie mit diesem Thema? Ich glaube, Sie müssen wieder zurück auf menti.com oder geht es automatisch weiter? Geht automatisch weiter. Und wenn Sie da jetzt einen Begriff eingeben, dann wird der hier oben erscheinen und dann Begriffe, die öfter vorkommen, werden dann in einer Word Cloud angeordnet. Beziehung, Modernität, Tools, Apps, technische Probleme. Die Wörter, die öfter genannt werden, werden größer dargestellt. Das heißt, Beziehung ist das, was Sie am öftesten da jetzt schon genannt haben. Vernetzung, Gemeinschaft, Zukunft, Tools, technische Probleme kommt öfter, Zusammenarbeit, Notwendigkeit, Kommunikation, technisiert, Spielerei, Notwendigkeit, neue Schule, SQA, Herausforderung, Chancen richtig nützen, Fortschritt, Austausch, Digitalisierung im Unterricht und so weiter. Ich wechsle so schnell, dass ich es kaum lesen kann. Links, Beruf, okay. Ich würde sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss. Wahrscheinlich gibt genau das irgendwie dieses Bild wieder von dem, was Sie da irgendwie auch bewegt. Religion digital, wie die Digitalisierung Gesellschaft, Kirche, Bildung und Religion verändert, ist mein Beitrag und ich darf vielleicht ganz kurz zu diesen Begrifflichkeiten etwas sagen. Das Hashtag wurde heute schon ernannt, ist irgendwie praktisch ein Synonym für alles Moderne geworden. Es ist für alles Vernetzte. Wir wissen, dass aus Untersuchungen, dass junge Menschen es überhaupt nicht gern haben, wenn sie nicht connected sind. Und das Hashtag ist umgekehrt auch ein Ankerpunkt im Netz, ein Begriff, den man wiederfindet, an dem man sich orientieren kann. Und eigentlich, wenn man so auch die Metapher des Ankerpunktes hernimmt, ist es ja eigentlich etwas, was uns in der Religion nicht unvertraut ist, dieser Ankerpunkt, den man immer wieder braucht. Die Netzmetapher, auch die ist uns aus unserer Religion, aus dem Christentum sehr vertraut, wobei sie in der Bibel anders verwendet wird, als wenn wir jetzt vom Netz reden. Sie haben das schon erwähnt, Herr Rektor, da geht es jetzt wirklich mehr um dieses Beziehungsgeflecht, das da aufgetaucht wird.
der Bibel ist Netz, meistens so Fischfang, so einfangen, das hat eine andere Bedeutung. Wobei insgesamt ja trotzdem der Begriff der Community, der Gemeinschaft, insgesamt auch unserem Christentum ja wesensimmanent ist. Und dann kommt der berühmte Begriff digital, der irgendwie auch polarisiert, weil digital oft so die Konnotation hat, dass das was Negatives ist. Irgendwie analog ist gut, digital ist schlecht. Konrad Paul Liessmann hat vor einigen Jahren in einem Standardartikel ein Interview gegeben und der Journalist hat es dann auf der Titelseite unter der Headline Dumm, dümmer, digital fokussiert. Das hat Konrad Paul Liessmann nicht so gesagt, aber irgendwie ist im Interview trotzdem diese Grundhaltung so ein bisschen herausgekommen. Ich halte diese Unterscheidung analog-digital in der heutigen Zeit für problematisch. Ich kann so ein Beispiel nennen, nehmen Sie ein Buch. Wenn Sie ein Buch denken, wenn Sie sagen, ist es analog oder digital, ist es analog. Und jemand, der ein Buch liest, ist es nichts Verwerfliches, oder? Aber wenn ich mir ein Buch genauer anschaue von seinem Entstehungsprozess her, ist es digital. Selbst dann, wenn ich es noch in Stein meißeln würde, das Manuskript, irgendwann muss man es digital eingeben. Das Layout ist digital, sogar der Druck ist digital. Nur zum Schluss, wenn es zufällig auf tote Bäume gedruckt wird, was ja für das Klima auch nicht so gut ist, dann wird es wieder analog. Wenn ich es auf einem E-Book-Reader oder sogar auf dem Handy lesen würde, ist es wieder digital. Also diese Unterscheidung ist verwerflich. Aber wir haben trotzdem diese Bilder vor Augen. Wenn ich jetzt im Zug sitze und einen jungen Menschen ein Buch lesen sehe, denke ich mir, super, das ist ein Buch. Wenn ich vom Handy sehe, sage ich, na klar, die jungen Leute sind immer vom Handy. Also das ist, irgendwie sind wir mit diesen Begrifflichkeiten ein bisschen zwiespältig, das möchte ich darauf hinweisen. Wir haben aber diesen Digital Change, diesen digitalen Wandel längst vollzogen. Und der ist unumkehrbar. Sie kennen vielleicht dieses Bild, 2005, 2013, dazwischen liegt das Pontifikat von Papst Benedikt am Petersplatz. Beide Bilder am Petersplatz gesehen. Und in diesen 8 Jahren Unterschied sieht man den digitalen Wandel ganz, ganz extrem. Und es ist ja nicht nur so, dass die Leute, die dort stehen, zufällig einen Fotoapparat eingesteckt haben, sondern sie haben ein Instrument, mit dem sie in Echtzeit diese Information, die sie da jetzt haben, weitergeben können. Die können das live streamen, die können das sofort weitergeben. Und da muss man schon sagen, dass sich da die Zeit enorm verändert hat, nämlich was die Informationsvermittlung betrifft und auch die Beteiligung. Noch vor 30 Jahren, wenn ich so in Ihre Runden schaue, kann ich mir... Vielleicht sind Einzelne dabei, die sich noch an eine Zeit ohne Handys erinnern können, so wie ich zum Beispiel. Wir hätten damals gesagt, ich will ja gar nicht immer erreichbar sein. Das wollten wir nicht. Und damals haben wir aber nur von Telefonie geredet, nicht von allen anderen Technologien. Und heute ist es eine Selbstverständlichkeit. Das ist wie ein Teil des Körpers geworden. Das hat auch der Name Handy, sagt es ja aus, es ist ein Teil des Körpers geworden. Und der größte Anbieter des Betriebssystems für Smartphones nennt sein Betriebssystem Android, menschenähnlich. Das heißt, wir haben es wirklich mit Technologien zu tun, die praktisch zu uns gehören. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass diese Technologien uns selber an Leistung, an Fähigkeiten überrennen. Die können wir als mir. Denken Sie an selbstfahrende Autos. Heute ist nur so, dass viele sagen, na, ich will das selber fahren können, ich will es selber in der Hand haben. Prophezeien, in einigen Jahren wird es eine Selbstverständlichkeit sein, an die wir uns gewöhnt haben. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass das größte Verkehrssicherheitsrisiko im Verkehr der Mensch ist. Also die Maschinen werden es besser können als wir. Genauso ist es mit den Computern. Das ist eine provokante These, die nicht empirisch belegt ist. Man muss sie mit Augenzwinkern anschauen, wahrscheinlich kann man es auch nicht so sagen. Man müsste auch definieren, was sind Computerprobleme überhaupt. Es zeigt aber doch, dass die Menschheit bereit ist, für Technologien, für neue Technologien einiges zu investieren. Weil wenn wir von Computerproblemen reden, das Problem hat nicht der Computer, das Problem haben wir. Dem Computer ist es völlig wurscht, ob er ein Problem hat oder nicht, aber uns ist es nicht egal und wir kennen alle die Situationen, wo man dann davor sitzt und beinahe verzweifelt. Neil Postman hat 1988 7 Thesen zur Medientechnologie definiert. 1988 ist lang her, aber sie sind meiner Meinung nach immer noch gut, treffen immer noch gut zu. Und seine erste These lautet, jedem Vorteil, den eine neue Technologie mit sich bringt, steht immer ein Nachteil gegenüber. Und je größer
die Faszinationskraft einer Technologie, desto größer auch ihre negativen Konsequenzen. Wir sind also bereit, Opfer zu bringen, negative Konsequenzen in Kauf zu nehmen, weil die Faszination so groß ist. Und man darf sich durchaus auch die Frage stellen, ob der Gewinn an Lebensqualität durch diese Medien, durch diese Technologien immer wirklich so groß ist. Aber wir nehmen es in Kauf. Die zweite These, keine Sorge, ich mache nicht alle sieben, die zweite ist schon die letzte. Er sagt, die Vorteile und die Nachteile neuer Technologien verteilen sich niemals gleichmäßig auf die verschiedenen Gruppen der Bevölkerung. Mit anderen Worten, jede Technologie nützt den einen und schadet den anderen. Jede Technologie erzeugt Verlierer. Es ist ein Klischee, wenn man sagt, es sind eher die älteren Menschen. In gewisser Maßen stimmt es wahrscheinlich irgendwie dann doch wieder. Und wenn Sie nur jetzt denken, vor einigen Wochen hat es neue Regelungen, was Online-Banking betrifft, gegeben. Diese zwei Phasen, Authentifikation, wie viele Menschen damit einfach auch ihre Probleme haben. Aber es ist offensichtlich notwendig für Sicherheitsstandards. Ganz viele Menschen gibt es, die sagen, so jetzt irgendwie steige ich jetzt langsam aus, ich komme da jetzt nicht mehr mit. Und ich erinnere mich auch an eine Fortbildung, die ich gehalten habe an der KPH Heidelstein in Vorarlberg. Da musste ich für eine Gruppe eine Einführung ins Learning Management System in Moodle geben. Und da ist eine ältere Kollegin, die habe sich sogar gekannt, weil sie mal an der gleichen Schule war wie ich, ist von mir gesessen in der ganzen Gruppe vom Computer und hat ein bisschen liebevoll provokant die Arme verschränkt und hat nichts getan. Und ich bin zu ihr hin und habe gesagt, kann ich irgendwas helfen? Ist irgendwas unklar? Sie hat mir angeschaut, gelächelt und hat gesagt, ich muss das nicht mehr lernen. Ich finde einen Blöden, der es für mich macht. Inzwischen ist sie in Pension, hat es geschafft. Aber es zeigt einfach, es gibt die Verlierer. Sie hat es irgendwie noch gut gemacht. Wir haben es tatsächlich mit einem Leitmedienwechsel zu tun. Leitmedienwechsel, der Begriff stammt vom Schweizer Medienpädagogen über den Honecker. Als Leitmedium bezeichnet man das Medium, das vorherrschend ist in Bezug auf Informations- und Wissensvermittlung und in Bezug auf Kommunikation. Und das ist heute eindeutig das Internet. Das Internet löst auch andere Technologien immer mehr ab. Schauen Sie junge Leute an, die haben keinen normalen Fernseher mehr, sondern die streamen ihre Sendungen, die schauen Netflix und informieren sich über andere Kanäle, aber nicht mehr über das klassische Fernsehen. Das verändert sich einfach. Und mit dem Web 2.0, also dieses Mitmach-Web, das ist ein Begriff aus dem Jahr 2009, wo eben die Beteiligung im Internet möglich geworden ist, hat sich alles noch einmal radikal verändert. Das ist ein Kunstbegriff, weil es gibt ja nicht das Web 1.0 und das Web 2.0. Und dieses Web 2.0, das ist ja eine Vielzahl an Technologien und das Ganze umfasst inzwischen das komplette Leben. Vom Online-Banking haben wir schon geredet, die sozialen Medien, Kommunikation von Learning Management Systems in der Schule oder in Bildung überhaupt, bis zur Heizung, die man übers Internet regelt, oder die Waschmaschine können Sie auch übers Internet schon bedienen. Das hat heute das ganze Leben umgriffen. Wenn man vor einigen Jahren Umfragen gemacht hat, auch unter jungen Leuten über Mediennutzung, hat man immer gefragt, wie lange bist du online täglich, wie lange bist du im Internet? Die Frage ist falsch in der Zwischenzeit. Man ist immer online und es geht überhaupt nicht mehr anders. Und synonym für diese Entwicklung ist das Smartphone geworden, das ja wirklich ein digitales Schweizer Messer ist, mit dem man tatsächlich alles kann. Und das Video, das ich Ihnen da jetzt zeige, ist ein bisschen klischeehaft, aber
Ja, das drückt diesen gesellschaftlichen Transformationsprozess aus, den wir im Gang haben oder der immer noch andauert und schon passiert ist. Digitalisierung heißt nicht nur, dass wir E-Mail statt Brief schreiben. Digitalisierung, dafür brauchen wir ein ganzheitliches, systemisches Verständnis dafür. Digitalisierung, digitale Vernetzung schafft neue gesellschaftliche Strukturen und dann haben wir wirklich einen epochalen Evolutionssprung vor uns. Es verändert die Menschen in seinem Habitus, in Kommunikations- und Informationsverhalten und in Arbeitsprozessen. Und das polarisiert und beunruhigt. Bereits im Jahr 2000 hat Hans Magnus Enzensberger in einem Essay im Spiegel, glaube ich, ist erschienen, ja, mit dem Titel Das digitale Evangelium zwischen digitalen Evangelisten und digitalen Apokalyptikern unterschieden. Also er hat einer gesagt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die für die ist das die frohe Botschaft und für andere ist es der Weltuntergang, so ungefähr. Und es ist schon interessant, dass er dafür religiöse Begriffe verwendet hat. Man kann irgendwie gerade an das Faszinosum, an Tremendum denken, das immer der Inbegriff für eine religiöse Erfahrung ist. Und sehr häufig werden auch wirklich tatsächlich religiöse Attribute digitalen Medien zugeschrieben und sie bringen in gewisser Weise die Wirkmächtigkeit der Medien und der Geräte zum Ausdruck und verleihen diesem so einen quasi göttlichen Status. Sie haben als Religionspädagoginnen und Pädagogen schon öfter die Erfahrung gemacht, vielleicht das Schlimmste, was man einem Schüler, einer Schülerin antun kann, ist das Handy wegnehmen. Das ist so wirklich die Höchststrafe, so quasi. Die großen Akteure in der digitalen Technologie verwenden auch immer wieder so religiöse Konnotationen und religiös geprägte Begrifflichkeiten und kokettieren irgendwie so mit messianischen Ansprüchen. Beispielsweise hat Eric Schmidt, der Executive Chairman von Google, 2012 schon versprochen, ich lese herunter, damit ich es nicht falsch sage, er wird mit der unsichtbaren Technologie alle Probleme der Welt lösen. Können Sie sich vorstellen, was dazu gehört, auch an Überwachung, an allem, das wollen wir irgendwie gar nicht wissen. Ein bisschen erinnert es mich an den Psalm 139, ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Also wir haben hier es tatsächlich im Vergleich diese neuen Technologien, diese Medien mit einer göttlichen Institution. Was es braucht, ist eine Kultur der Digitalität. Wir haben früher Medien als Mittler im Bildungsprozess oder im Informationsprozess verstanden. Das ist es heute nicht mehr nur. Sind nicht mehr nur Mittler von Information. Mensch und digitale Technik und Gesellschaft sind völlig miteinander verstrickt. Felix Stalder hat ein Buch dazu geschrieben, auch er bezeichnet das Ganze als die Folge eines weitreichenden, unumkehrbaren gesellschaftlichen Wandels, dessen Anfänge teilweise sogar schon bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. So wie es eine Buchkultur gegeben hat, so muss es jetzt auch eine Kultur der Digitalität geben. Etwas Wesentliches ist der Begriff Öffentlichkeit im Ganzen. Es haben sich durch die Digitalität die Grenzen zwischen öffentlich und privat verschoben. Und falls Sie irgendwo auf der Suche sind, immer wieder nach einer sinnvollen und lebbaren Grenze, wie man zwischen öffentlich und privat auch in den sozialen Medien umgeht, kann ich Ihnen sagen, Sie sind nicht alleine. Das muss jeder irgendwie immer. Der Schweizer Medienpädagoge Philipp Wampfler hat gesagt, das Modell der Öffentlichkeit und Privatsphäre, das man früher gehabt hat, muss man mit den digitalen Medien komplett aufgeben. Es gibt nach wie vor einen Bereich, der ist sozusagen so intim, dass ich sage, der wird nicht preisgegeben, aber so diese klare Trennung ist in der heutigen Zeit nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, ob man es ganz so sehen kann, aber auf jeden Fall ist mittlerweile über die Digitalität Öffentlichkeit der Ort der Kommunikation. Eines der beliebtesten Hashtags auf Twitter im deutschsprachigen Raum ist das Hashtag Tatort. Wenn Sie am Sonntagabend den Tatort schauen, können Sie auf Twitter mitkommentieren und mitlesen, was die anderen zum Tatort sagen. Gut, das hat jetzt keine große gesellschaftliche Relevanz, aber das funktioniert mit der ZIP2 genauso. Und da werden auch Interviews, die in der ZIP und Informationen, die in den Nachrichten kommen, in Echtzeit mitkommentiert. Und wenn Sie wissen, dass unser Altkanzler und wahrscheinlich baldiger Kanzler wieder die Medien genau screened, was dies betrifft, dann hat es schon eine gesellschaftliche Relevanz. Die Öffentlichkeit ist auch Ort der Identitätskonstruktion. Vorher hat der Rektor schon angesprochen, auch diese fragmentarischen Identitäts-
Identitäten, die es jetzt gibt. Die Menschen suchen sich das zusammen. Früher gab es fertige, komplette Identitätspakete, das gibt es nicht mehr. Das hat was mit Konstruktivismus zu tun. Wir spüren das auch im Religionsunterricht, dass die Schülerinnen und Schüler halt sich das heraussuchen, was sie haben wollen. Und diese Identitäten, die sehr häufig in den sozialen Medien gebildet werden und sich konstruieren, indem man eben Postings gibt, die werden täglich evaluiert durch die Likes, die man bekommt oder nicht bekommt. Und viele haben dann wirklich diesen täglichen Kampf gegen das Vergessenwerden im Internet, den sie leben müssen. Und die Öffentlichkeit ist drittens auch der Ort des wissenschaftlichen Diskurses. Wissenschaft ist heute so, es muss publiziert werden, publiziert werden, publiziert werden. Jeder, der tätig ist, weiß, verdienen kann man damit nichts mehr. Aber es geht darum, dass es veröffentlicht wird und dass hoffentlich es irgendwer liest. Es werden auch immer mehr wissenschaftliche Arbeiten einfach freigegeben, ohne Bezahlung kann man die runterladen. In der Hoffnung, wenn es irgendwer liest, ist das Beste, was damit noch passieren kann. Und damit verbunden mit der Kultur der Digitalität, mit der breiten Beteiligung an der Kommunikation, ist eine Demokratisierung und auch die Verflachung von Hierarchien. Das betrifft den Bereich des Wissens, wenn Sie jetzt nicht wissen, was das Bild hier soll. Das ist ein Bild für das heißt Rhizom, und das sind diese aus der Botanik stammende Begriff, wo sich Knoten so ständig verzweigen, und das beschreibt die kulturelle Teilhabe und Vernetzung durch das Internet im Gegensatz zu herkömmlichen Wissenshierarchien. In der Kommunikation durch die Beteiligung ist niemand mehr nur in der Rolle des Rezipienten gedrängt. Umgekehrt ist aber auch so, wenn sich Institutionen oder Menschen für einen öffentlichen Dialog in den sozialen Medien entscheiden, dann geben sie das Hierarchiemodell auf. Dann nehmen Sie für die Ressource der öffentlichen Diskussion das Abgeben von Hierarchien und von Macht in Kauf. Sie können über Twitter mit jedem in Kontakt treten, jeden direkt anschreiben. Ob es der größte Präsident aller Zeiten in seiner großen und unvergleichlichen Weisheit auch versteht, das weiß ich nicht. Das lasse ich jetzt einfach offen. Aber Sie können es tun. Und daraus resultieren auch Entscheidungen. Aus der Diskussion folgen Entscheidungen. Es braucht auch für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sozusagen wichtige Rollen einnehmen, eine Begegnung auf Augenhöhe. Das ist eine große Herausforderung. Sie sehen jetzt einen kleinen Screenshot von meinem Instagram-Account und Sie sehen daran, dass meine öffentliche Relevanz jetzt auch nicht so groß ist. Über 43 Likes werden manche von Ihnen wahrscheinlich jetzt nur milde lächeln. Mein Sohn hat es in 5 Minuten, wenn er ein Bild postet. Trotzdem, es ist Zeit, die Hierarchien aufzugeben. Und jetzt muss ich das da vergrößern, dass ich auch sehe, ein Beispiel dafür, wie Menschen, die auch in der Kirche eine wichtige Position innehaben, das auch ernst nehmen. Bischof Benno gefällt, dein Beitrag ist ein Satz, der macht mit einem etwas. Und das ist eine Art, wie in der heutigen Zeit auch speziell in der Kirche Hierarchien gelebt werden müssen. Davon bin ich fest überzeugt. Wir haben es mittlerweile zur Kenntnis nehmen müssen, dass in Glaubensfragen die öffentliche Relevanz der Kirche nicht wahnsinnig groß ist. Wir haben ein Angebot unter vielen. Was das Menschenbild betrifft, haben wir in der Kirche aber noch einen ganz großen Weg vor uns. Ist kein Geheimnis, dass in unserer Kirche extrem starke Hierarchien sozusagen in den Genen liegen. Das sind mehrere Ebenen, das ist die Ebene geweiht, nicht geweiht, das ist Männer, Frauen und so weiter. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kirche, wenn sie sich da nicht entscheidet und echt einen mutigen Schritt vorwärts geht Richtung Verflachung von Hierarchien, Richtung Begegnung auf Augenhöhe, dann wird auch die Relevanz in diesen Fragen der Kirche noch viel dramatischer werden, als sie jetzt eh schon ist. Wir haben durch die Digitalität ein neues Menschenbild. Das herkömmliche Menschenbild ist radikal in Frage gestellt und damit ist auch das Gottesbild in Frage gestellt. Virtual Reality, virtuelle Realitäten eröffnen völlig neuartige Zugänge in eine andere Welt. Wir haben das quasi mit einer metaphysischen Erfahrung zu tun und diese Dinge übernehmen zum Teil das, was früher das Monopol von Religion und von Kirche war. Und da tun wir uns noch wirklich schwer, das Ganze auch in der Theologie wirklich gut einzuordnen. Es gibt ein paar Zugänge. Die Ilona Nord, die evangelische Religionspädagogin an der Uni Würzburg, beschäftigt sich schon sehr lange mit diesen Dingen.
Sie sagt, christliche Religion und christlicher Glaube pflegen einen konstruktiven Umgang mit der Wirklichkeit. Darin liegt eine Gemeinsamkeit mit virtuellen Realitäten. Wir haben auch Johanna Haberer, die evangelische Theologin an der Uni Erlangen-Nürnberg ist und die sich mit diesen Dingen beschäftigt und die vor allen Dingen vom Medienbild ausgeht. Ich muss dazu sagen, dass die Evangelischen da durchaus ein bisschen weiter sind als die Katholischen in der Wissenschaft. Das darf der Jörg ruhig ins Protokoll schreiben, er ist evangelisch. Eines ist auf jeden Fall ganz klar. Man darf die Rolle von Theologie und Religion in diesem Punkt nicht auf die medienethische Frage reduzieren. Und nicht auf ein Expertentum im Bereich Medienethik. Das ist zu wenig. Genauso wie es nicht vornehmliche Aufgabe ist der Schule, die Schüler vor den Gefahren des Internets zu warnen. Wir haben es mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das ist ein Teilgebiet der Informatik, die sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst. Es geht darum, durch Sammeln von Daten und Beobachten von Verhalten, Verhaltensmuster aufzuzeigen und vorauszusagen. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir immer mehr merken, dass die künstliche Intelligenz uns Menschen in gewissen Dingen überlegen ist. Irgendwann kommt der Punkt, wo die künstliche Intelligenz mehr kann als wir. Und da ist jetzt die Frage, wo bleiben wir? Und ich finde es interessant, dass ausgerechnet ein Politiker, der jetzt nicht unbedingt einer Partei angehörte, die im Verdacht steht, einer Religion besonders nahe zu sein, dass der hier einen Begriff aufzeigt, den Begriff Seele. Ein Begriff, der eigentlich ja aus der Religion, aus der Mystik kommt, eine mythische Kategorie eröffnet, dass der das als das Wesentliche des Menschen anschaut. Ich denke, dass wir es bei dieser Geschichte wirklich so mit einer dieser großen Kränkungen der Menschheit zu tun haben. Die erste war die kopernikanische, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Weltalls ist. Die zweite war die biologische durch Darwin. Der Mensch ist aus der Tierreihe hervorgegangen. Die dritte ist die psychologische durch Sigmund Freud, der das Unbewusste als Triebfeder des menschlichen Handelns angesehen hat. Ich glaube, da haben wir jetzt fast diese vierte Kränkung, die jetzt da ist, dass man sagt, die Maschinen können es besser als die Menschen. Und das ist etwas, was uns in der Theologie und in der Kirche schon sehr massiv betrifft, wenn wir den Menschen, unser Menschenbild, das ist, dass wir Ebenbild Gottes sind. Aber trotzdem, irgendwo ist man immer auf der Suche, wo bleibt der Mensch? Und es gibt dann schon wieder Dinge, wo man sagt, ja, das Menschsein ist auch nicht so schlecht. Was ist unser eigenes? Und ich komme da jetzt mit dieser Folie zum Thema der Bildung. Was macht Bildung im digitalen Zeitalter aus? Wir können einerseits sagen, es ist digitale Bildung. Das, was wir jetzt seit kurzem verbindlichen Übung digitale Grundbildung haben, wir brauchen Bildung im Bereich Digitalität. Das ist das eine. Aber es ist noch viel mehr. Wir haben es bei Lernen und Lehren tatsächlich mit einer Restrukturierung von zentralen Konzepten zu tun. Wir haben ein paar Punkte, die irgendwie schon Unworte geworden sind, aber die man trotzdem immer wieder erwähnen muss. Es ist der Konstruktivismus, an dem kommen wir nicht vorbei. Ich kann mir heute einfach alles selber zusammenstellen, wie ich es brauche. Wir haben die Kompetenzorientierung. Ich mache es hier einfach mit dem kurzen Satz. Das Ziel von Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln. Wir haben dieses 4K-Modell, das diese First Century Skills abbildet, wo es darum geht, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Das sind die Kompetenzen, die Menschen im 21. Jahrhundert brauchen. Bereits aus dem Jahr 2006 stammt ein Modell, was jetzt sagt, ja gut, wie gehen wir jetzt mit digitalen Medien, wie mit digitaler Bildung wirklich im Unterricht konkret um? Und das ist dieses SAMR-Modell. 2006 haben wir gesagt, okay, digitale Medien, digitale Technologien haben im Unterricht einen Mehrwert, wenn sie eine neue Dimension des Lernens eröffnen, wenn sie im Vergleich zu anderen herkömmlichen analogen Medien besser sind. Und der Mehrwert misst sich nicht am Stromverbrauch, sondern es muss schon irgendwie mehr sein. Und wenn Sie jetzt ganz rechts schauen, das ist ein bisschen komplizierter jetzt, die rechte Teil der Folie ist das jetzt hier. Ein Stufenmodell von unten nach oben, die unterste Stufe ist die Substitution, die Ersetzung.
wenn ein digitales Medium einfach ein analoges Medium ersetzt, ohne einen Mehrwert zu haben, dann ist es eigentlich nicht berechtigt. Gibt es keinen Grund, das zu tun. Wenn es eine Verbesserung ist, eine Erweiterung, wenn ich sage, ich kann mit dem etwas zusätzlich tun, dann habe ich schon eher eine Begründung und dann gibt es diese Stufung nach oben hier in Blau, eine völlige Änderung, eine Neugestaltung und eine Transformation, die höchste, dann ist es erlaubt. Ja. Hier auf dieser Folie haben wir es noch zusätzlich mit der Blum'schen Taxonomie irgendwie verknüpft. Aufbauend aber auf den Mehrwert, den man hat. Denken Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine digitale Schnitzeljagd machen, wo Sie auf dem Handy dann Videos abspielen und so. Das wäre jetzt wirklich eine Transformation. Das kann ich ohne dem nicht machen. Heutzutage schaut man aber, sagt, das ist das Mehrwertargument, eigentlich wollen wir das nicht mehr. Heute ist die Argumentation eher die, dass man sagt, digitale Medien und Technologien sind so sehr Teil unserer Lebens- und Arbeitswelt geworden, dass wir sie brauchen einfach. Ich kann mir heute keinen Arbeitsplatz mehr ohne digitale Technologien vorstellen. Und die Schule darf keine Parallelgesellschaft sein, wo alles das nicht erlaubt ist, was sonst eigentlich normal ist. Sie schauen da jetzt die Animation an, das ist, ja. Und zusätzlich sagt man muss nicht dauernd begründen, ich muss auch nicht begründen, dass ich ein Buch einsetze. Ich muss so vieles nicht begründen im Unterricht, aber digitale Medien muss ich immer begründen. Das hat es einfach nicht not. Sie verändern natürlich schon etwas. Jöran Muss-Mehrholz, Hamburger Medienpädagoge, hat 9 Thesen zu digitalen Medien im Unterricht aufgestellt. Die These 2 sage ich Ihnen hier. Sie heißt, digitale Medien unterstützen den Rollenwandel für Schülerinnen und Lehrkräfte. Das entspricht auch dem, was wir bei der Bildung im digitalen Zeitalter festgehalten haben. Lehrerinnen, Lehrer sind nicht mehr in erster Linie Wissensvermittler, sondern Lerncoaches. Das hat aber was zur Folge. Das hat zur Folge, dass ich wirklich mich auf diesen Rollenwandel einlasse und Verantwortung in Macht und Macht im Unterricht aufgebe. Wenn ich digitale Endgeräte verwende, habe ich als Lehrperson nicht im Griff, welche Informationen von außen in den Unterricht herein und von der Schule hinausgehen. Bei einer Fortbildung hat eine Lehrerin dann zu mir gesagt, ja, aber die Schülerinnen kennen sich und Schüler kennen sich besser aus als ich. Eine andere hat einmal gesagt, ja, wozu bin denn ich dann noch da? Das ist genau das. Das ist diese Verunsicherung, die dieser Rollenwandel mit sich bringt. Wo man merkt, man kann nicht mehr so weiter tun, aber das ändert wirklich was an der existenziellen Ausrichtung von mir als Lehrperson. Ich habe die Lernprozesse meiner Schülerinnen und Schüler nicht immer im Griff. Ich darf einen Nebensatz sagen, man hat es auch früher nicht im Griff gehabt. Ja, jetzt kommen wir zur Religionspädagogik. Die hat nämlich jetzt wirklich nur mein existenzielles Problem in der ganzen Sache, weil wir gesagt haben, selbstverantwortliches Lernen, Konstruktivismus, die Schüler konstruieren, nicht extrahieren, das widerspricht doch irgendwie diesem Gültigkeitsanspruch des christlichen Glaubens. Einerseits wissen wir, dass natürlich religiöse Lernprozesse immer was mit der tiefen Dimension, der persönlichen tiefen Dimension des Menschen zu tun haben. Aber andererseits gibt es doch irgendwie so den katholischen Glauben, den gibt es halt einfach irgendwie. Die Frage, wird es nicht zu beliebig, wenn die Schülerinnen und Schüler sich das wirklich alles so selber zusammensuchen? Das ist ein Grundthema nicht nur des Christentums, dieses aller, vor allen Dingen monotheistischen Religionen und auch eine Grundproblematik des konfessionellen Religionsunterrichts. Ich habe hier ein Buch von Manuel Stingelhammer hier, der ist ein Schüler von Professor Mendel auch. Der hat irgendwie sich genau mit dem beschäftigt und ich finde es irgendwie ganz spannend, weil er auch die Netzmetapher hier wieder hat. Wer verknüpft lernt, nennt er es, war auch seine Dissertation. Und er will genau diesen Spagat auch irgendwie schaffen, den man in der Religionspädagogik geht, nicht diesen radikalen Konstruktivismus, aber dass man sagt, es ist schon sehr bedeutsam, dass religiöse Lernprozesse eine anthropologische Dimension erfüllen und die eine tiefe Dimension menschlichen Lebens berühren. Gleichzeitig müssen religiöse Lernprozesse aber mit dem Inhalt der Religion, der Wirklichkeit christlichen Glaubens, ihrer Botschaft von der Selbstoffenbarung Gottes als lebensstiftenden Deutungs- und Lebenshorizont vertraut machen. Ich bin davon überzeugt, dieser Spagat, der wird uns länger beschäftigen, aber es muss sich die Religionspädagogik mit dem Konstruktivismus wirklich tief auseinandersetzen. Davon bin ich fest überzeugt.
Jetzt einen Schritt von der Schüler- und Schülerinnen-Ebene weg. Jetzt komme ich da zur Lehrerinnen- und Lehrer-Ebene. Man hat es vorher schon angesprochen, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, die Geschichte mit dem Rallye-Chat. Das ist jetzt etwas, ein Projekt, das es seit 2017 gibt. Eine sozial-konstruktivistische Vernetzung in der Community der Religionspädagogen und Religionspädagoginnen im deutschsprachigen Raum. Ich werde jetzt doch jetzt kurz darauf eingehen. Am Nachmittag im Workshop wird es dann eine genauere Information geben und da kann man sich das anschauen und können Sie auch ausprobieren. Da wird hier der Rollenwandel zwischen Lehrenden und Lernenden wirklich extrem gelebt. Alle, die sich hier beteiligen, sind zugleich Lehrende und Lernende, Teilnehmende und Teilgebende. Und es ist ein Format des informellen Lernens, das selbstorientiert, selbstbestimmt ist, selbstorganisiert ist. Und es läuft auf Twitter. Warum Twitter? Weil Twitter das Medium ist, das die größtmögliche Öffentlichkeit, die größtmögliche Partitionsmöglichkeit und eine offene Kommunikation ermöglicht. Sind die Prinzipien von Twitter sind Teilen und Wertschätzen, also weiterleiten, neben der Kommunikation natürlich, weiterleiten, weitersagen und liken und bestätigen. Das gibt es seit 2017, es haben bisher 57 Rallye-Chats gegeben, immer Mittwoch 20 bis 21 Uhr. Es sind mit diesem Hashtag Rallye-Chat inzwischen seit 2017 mehr als 16.000 Tweets abgegeben worden. Letzte Woche hatten wir das Thema Kontemplation im Religionsunterricht, heute geht es um Projektlernen. Läuft immerhin, und ich spreche auch jetzt schon diese Einladung aus, auch für den Nachmittag. Die Prinzipien, gleichberechtigtes Teilnehmen und Teilgeben, offene Kommunikation, Austausch in der Vernetzung. Und das ist interessant, die Twitter-Kommunikation, die Zeichenbeschränkung ist eingeschränkt und trotzdem haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass auch in dieser Kommunikation ein soziales Beziehungsgeflecht entsteht. Es hat sich zum Beispiel daran geäußert, dass irgendwann im Rallye-Chat auch die Idee entstanden ist, man möge sich doch wirklich persönlich treffen. Man möge eine Präsenzveranstaltung machen, wo man sie trifft, aber unter den gleichen Bedingungen. Alle sind Teilgebende und Teilnehmende. Es gibt einen gleichberechtigten Austausch ohne irgendwelche Referenten. Und wir haben das Barcamp-Format gefunden. Sie wissen, was ein Barcamp ist? Es ist eine offene Tagung. 2-3 Tage, also mit Ankommen am Abend und dann der eigentliche Barcamp-Tag und ein Abschluss noch, mit offenen Workshops. Die Inhalte und der Ablauf werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Beginn der Tagung selbst entwickelt, selbst bestimmt. Jeder ist bereit, einen Beitrag zu leisten, sagen, ich mache einen Workshop, wer interessiert sich dafür? Und es ist sozusagen die logische Fortsetzung und Erweiterung dieses Formats Rallye-Chat, ist eben das Rallye-Camp. Und das hat es schon einmal gegeben. Ich betone das deswegen so, weil Sie haben auf den Stühlen so Flyer schon gefunden, so Save the Date. Einmal hat es gegeben, 2019 im Mai, heuer im Mai in Saarbrücken. Und das zweite Rallye-Camp wird hier in Salzburg stattfinden, im Borromeum. Und da sind Sie natürlich alle herzlich eingeladen. Aber ich darf Ihnen jetzt da ein kurzes Animationsvideo zeigen. Ja, das Geheimnis heißt Community of Practice. Menschen, die in derselben
im selben Bereich tätig sind, aber nicht notwendig direkt miteinander arbeiten, die sich gegenseitig unterstützen, indem sie sich regelmäßig treffen, indem sie bereit sind, von sich zu erzählen und anderen weiterzuhelfen. Es gibt dieses Prinzip, dieses Working Out Loud, seine eigene Arbeit zu teilen. Man könnte es auch sagen, umändern in Learning Out Loud. Also ich bin wirklich bereit, von mir zu erzählen, von meinem weiterzugeben. Das sind die Prinzipien, die dahinter stecken. Und das Ganze in Offenheit, nicht wie studentische Verbindungen früher in geschlossener Zirkel, sondern in aller Offenheit, in aller Wertschätzung auch. Ich komme schon zum Schluss. Ich habe Ihnen am Anfang oder vorher mal die erste These von Jörn Muss-Meerholz verschwiegen. Und die finde ich eigentlich ja sehr schön. Bei all diesen digitalen Medien, bei all der Vernetzung, Sie haben es vielleicht gespürt oder auch gemerkt, es geht letztlich trotzdem immer wieder um die Menschen. Und Jörn sagt als erste These, es kommt immer noch auf den Pädagogen und die Pädagogin an. Und das ist eigentlich etwas wirklich sehr Schönes. Digitale Medien werden Lehrerinnen und Lehrer nicht ersetzen, nicht ablösen. Und gerade im Religionsunterricht, wo eben die Person des Lehrers, der Lehrerin, so etwas Wichtiges ist, finde ich das wirklich etwas sehr, sehr Schönes und auch Beruhigendes. Wir sind weiterhin Wertevermittler, wir sind weiterhin Glaubenszeugen, Glaubenszeuginnen. Ich finde das letztlich etwas wirklich sehr Schönes. Und wir brauchen auch keine Angst vor der Digitalität zu haben. Das ist ein sehr schöner Befund. Um es im Bild vom letzten Sonntagsevangelium zu sagen, unser Vertrauen, unser Glaube ist oft so klein wie ein Senfkorn. Jesus sagt, so groß wie ein Senfkorn reicht. Damit kommen wir schon klar. Ich danke Ihnen.